Liebes Publikum, seid wieder einmal herzlich begrüßt zu einem neuen Video, meinem dritten zum Thema unschärfe Relation von Heisenberg. Was will ich euch da konkret dazu erzählen? Zunächst bringe ich wieder eine kurze Zusammenfassung meines zweiten Videos über die Welt der Ultrakälte. Ihr könnt gleich dorthin springen, indem ihr den Zeitzeiger eures Media Players direkt auf die angegebene Zeit nach vorne stellt. Ihr könnt auch gleich zu meiner Erklärung der Unschärferelation nach vorne springen. Wieder seht ihr den Beginnzeitpunkt. Als nächstes erzähle ich dann etwas über den Tunneleffekt und über das Raster-Tunnel-Mikroskop. Richtig spannend wird es, wenn wir begreifen wollen, wieso die Unschärferelation überhaupt die Stabilität der Materie ermöglicht. Und dass diese Stabilität in den Sternen durch den ungeheuren Druck der Gravitation bedroht ist. Und wie die Unschärfe durch immer wieder neue Mechanismen doch wieder Stabilität herstellen kann. Oder die Materie doch in ein schwarzes Loch kollabiert. Zuvor werde ich allerdings den spannenden Lebensweg von sonnenähnlichen Sternen erzählen. Bitte springt mit eurem Zeitzeiger direkt dorthin, was euch am meisten interessiert. Wir haben gesehen, wie sich ein einzelnes Atom durch einen Hohlraum bewegt und dabei mehrfach ein Photon ausstrahlt und auch wieder einfängt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, dass unterwegs das Photon in einem Zustand ist, in dem es gleichzeitig existiert und auch nicht existieren. Die Anteile dieser beiden Teilzustände ändert sich kontinuierlich und periodisch. Wir haben gesehen, wie die Laserkühlung funktioniert und wie man damit ein Atomgas oder einzelne Atome auf beinahe ein Millionstel Grad abkühlen kann. Und wir haben gesehen, wie man durch Kühlung mittels Verdunstung beinahe auf Milliardstel Grad dem absoluten Nullpunkt nahe kommen kann. Atome in einer Atomwolke bewegen sich dann so langsam, dass ihre Materiewellenlänge so groß wird, dass sie in die Größenordnung von Mikrometern kommen. Was ist eine Materiewelle? Zunächst einmal, was ist eine Wasserwelle? Eine Wasserwelle wird durch ihre Höhe beschrieben, die Plus und Minus sein kann. Was ist eine Lichtwelle? Eine Lichtwelle ist eine Schwingung des elektrischen Feldes, das aber ein Vektor ist, der durch zwei Zahlen beschrieben wird. Und dieser Vektor beschreibt die Richtung der Polarisation. Und was ist eine Materiewelle? Die Materie einer Materiewelle wird durch sehr viele Zahlen beschrieben und die schwingen alle synchron. In einem Bose-Einstein-Kondensat besitzen die Atome alle nahezu die gleiche Materiewelle. Wir haben auch gesehen, dass einzelne große Moleküle als Materiewelle existieren, wenn sie unterwegs sind und beispielsweise durch ein Gitter durchfliegen. Anders könnte man die schwarzen Streifen nicht erklären, die am Schirm eines Detektors entstehen. Jetzt kommen wir zur Unschärferelation, die Werner Heisenberg entdeckt hat und für die er den Nobelpreis 1932 bekommen hat. Sie besagt, dass die Unschärfe des Ortes, also Delta X, mal der Unschärfe des Impulses, also Delta B, in der Quantenmechanik immer größer sein muss als das Planck'sche Wirkungsquantum dividiert durch 4π. Eine ähnliche Relation gibt es für die Unschärfe von Energie, die innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls Delta T auftritt. Wir werden das noch genauer diskutieren. Ohne diese Unschärferelation würde alle Materie im Universum in sich selbst zusammenstürzen. Zunächst möchte ich eine rein mathematische Diskussion über die Unschärfe von Wellenpaketen besprechen, die Fourier-Transformation. Die Fourier-Transformation beschreibt ja, wie man eine an und für sich beliebige Zeitfunktion Psi von t umwandeln kann in eine Summe von Frequenzen
Es ist jetzt nebensächlich, ob man die Frequenzen f als Wellen pro Zeiteinheit misst oder das 2π-fache davon. Auf jeden Fall sieht man, bei einer reinen Sinusfunktion kommt natürlich nach der Fourier-Transformation heraus, dass das aus exakt einer Frequenz besteht. Die Physik kommt ins Spiel, wenn wir als Beispiel ein Photon betrachten, das sich ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und daher in einer bestimmten Zeiteinheit einen bestimmten Weg zurücklegt. Andererseits kommt die Physik ins Spiel, wenn wir der Frequenz eines Photons einen bestimmten Impuls zuordnen. Nur eine unendliche Sinusfunktion ist nichts Physikalisches, weil in der Physik gibt es nichts Unendliches. Also betrachten wir ein Wellenpaket. In diesem Fall, das von einer gaußschen Kurve eingehüllt wird und halt eine bestimmte Breite hat. Wenn man diesem Wellenpaket ein Photon zuordnet, dann wird man sehen, dass das keinen bestimmten Ort einnehmen kann, sondern eben eine Unschärfe in der Breite dieses Wellenpakets besitzt. Nach der Fourier-Transformation bekommt man dann nicht eine einzelne Wellenlänge heraus, sondern eine Summe von benachbarten Wellenlängen, mit der man dieses Wellenpaket zusammenstellen kann. Jetzt wird es interessant, wenn wir ein extrem kurzes Wellenpaket betrachten. Delta X ist sehr klein, dann benötigen wir eine sehr große Breite von Frequenzen, um diesen kurzen Impuls darzustellen. Man sieht rein mathematisch, dass im Falle von solchen gaußschen Wellenpaketen die räumliche Breite dieses Wellenpakets multipliziert mit der Impulsunschärfe immer eine Konstante ist. Jede andere Form eines Wellenpakets besitzt ein größeres Produkt von Paketbreite mal Spektral. Und somit sind wir genau bei der Heisenbergschen Unschärferelation. Ich habe es für Photonen diskutiert, für massebehaftete Teilchen, die sich mit langsamer Geschwindigkeit bewegen, sieht es so ähnlich aus. Nun wenden wir diese Erkenntnisse auf ein Teilchen an mit einer Bewegungsenergie von Masse mal Geschwindigkeit Quadrathalbe, das auf eine Mauer zufliegt, die eigentlich für diese Energie unüberwindlich hoch ist. Was passiert da? Ein Teil des Wellenpakets dringt in die Mauer ein, weil während extrem kurzen Zeitabschnitten ist die Unschärfe der Energie sehr groß. Und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wird die Energie so groß sein, dass sie größer als die Höhe der Mauer ist. So ganz so fremd ist uns das ja nicht, weil wenn wir andere Wellen betrachten, Schallwellen und Schallwellen auf eine Mauer zufliegen, dann wissen wir auch, dass der Schall teilweise in die Mauer eindringt, egal wie massiv die Mauer ist. Und auf der Rückseite kommt immer noch Schall heraus. Was passiert jetzt weiter? Ein Teil des Wellenpakets geht durch die Mauer, wie gesagt, und der andere Teil des Wellenpakets wird reflektiert. Was ist aus dem Teilchen geworden? Das Teilchen befindet sich in einer Superposition von rechts und links der Mauer. Wo es tatsächlich ist, wissen wir erst durch eine Messung. Anlässlich so einer Messung muss entweder das Teilchen oder der Zufall oder der Messapparat oder wer immer entscheiden, ob das Teilchen jetzt rechts oder links ist. Ich weiß schon, das klingt wieder einmal total absurd, aber es gibt auch eine ganz praktische Anwendung. Ein Rastertunnelmikroskop besteht aus einer extrem dünnen Spitze, die über eine zu untersuchende Oberfläche geführt wird. Und man legt eine elektrische Spannung an, so dass Elektronen die Chance haben, aus der Nadelspitze zur Oberfläche hinüberzutreten. Aber eigentlich ist die elektrische Spannung zu klein, dass sie diese Potenzialhürde überwinden könnten. Mittels dieses Tunneleffekts
gelingt es einigen Elektronen doch, den Abstand in der Größenordnung von Milliardstel Millimetern zu überbrücken. Dieser elektrische Strom ist ein Maß für den genauen Abstand zwischen Nadelspitze und Oberfläche. Und damit kann man die Oberfläche abtasten und einzelne Atome auf dieser Oberfläche identifizieren. Beispielsweise kann man da so schöne Kristallformen identifizieren. Das ist ein echtes Rastertunnelmikroskopbild, wo man einzelne Atome sieht. Ein anderes Beispiel ist hier, das ist eine Kupferoberfläche, die mit Kohlenstoffatomen beschossen worden ist und deswegen so zerklüftet aussieht. Also der Tunneleffekt ist was sehr Reales. Ich komme nun zur Rolle der Unschärfe im Atomaufbau und beginne mit dem Atommodell von Bohr. Wir wissen, es gibt einen Atomkern, der ist positiv geladen und der wird von einem Elektron in einem bestimmten Abstand umkreist. Wieso gerade dieser Abstand? Niels Bohr fand die Antwort. Die Antwort lautete, der Bahndrehimpuls des Elektrons muss ein ganzzahliges Vielfaches von Planck'schen Wirkungsquantum dividiert durch 2π sein. Und für diese geniale Antwort bekam er im Jahr 1922 den Nobelpreis. Diese Aussage kann man auch anders formulieren, die letzten Endes gleichbedeutend ist. Der Umfang der Bahn muss ein ganzzahliges Vielfaches der Materiewellenlänge des Elektrons sein. Also wenn man den Umfang der Bahn aufrollt, dann muss man ganzzahlige Wellenlängen unterbringen. Schön und gut. Aber die Orientierung der Elektronenbahnen ist unbestimmt. In der Denkweise der Quantenphysik heißt das, alle möglichen Bahnorientierungen sind gleichzeitig gültig. Diese Überlagerung von allen denkbaren Bahnen führt zu unscharfen Werten der Aufenthaltsorte des Elektrons. Wenn man sich jetzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Elektronenorte ausrechnet, dann kommt man auf eine kugelförmige Verteilung. Diese besitzt ein Maximum genau dort, wo der Bohrsche Radius ist. Wie man hier sieht, ist der Radius auch proportional zum Planck'schen Wirkungsquantum zum Quadrat. Wenn das Planck'sche Wirkungsquantum 0 wäre, wäre die Größe des Atoms 0, alles würde kollabieren. Die Bedeutung der Unschärferelation ist die Stabilität der Materie. Wolfgang Pauli, der auch den Nobelpreis bekommen hat, hat da noch ein wichtiges Prinzip hinzugefügt. Pauli hat gesagt, dass in einem bestimmten Raumvolumen maximal 2 Elektronen Platz haben. Und die müssen gegenläufige Eigendrehungen besitzen. Wenn man versuchen würde, dieses Raumvolumen zu verkleinern, würde die Unschärfe des Impulses größer werden und die Elektronen würden sich wieder mehr Platz erobern. Dieses Gleichgewicht von Unschärfe des Ortes und Unschärfe des Impulses bewirkt, dass Materie überhaupt stabil sein kann und eine bestimmte Größe einnimmt. Der Bohrsche Radius gilt auch für andere Atome, für Moleküle, für Festkörper, für Flüssigkeiten, für Gase. Überall benötigen Elektronen einen Platz in dieser Größenordnung. Dasselbe gilt auch für Plasmas. Und hier sind wir jetzt gleich bei den Sternen. Die meisten Sterne bestehen aus Plasma. Es gilt das Gasgesetz. Druck mal Volumen ist die Gaskonstante. Mal Temperatur. Wenn die Temperatur hoch genug ist, dann kann ich auch damit einen großen Druck erzeugen. Der ist auch notwendig, weil es muss ein Gleichgewicht bestehen zwischen dem Gravitationsdruck und dem Druck, den die Temperatur erzeugt. Die Temperatur wird erzeugt bei den meisten Sternen, indem Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und dazu braucht man im Kern des Sterns etwa 10 Millionen Grad und einen riesengroßen Druck. Man hat jetzt schon vor langer Zeit alle Sterne, die man so kennt, in ein Diagramm eingezeichnet, wobei die Abszisse
Die Oberflächentemperatur ist, die kann man ja sehr leicht feststellen anhand des Schwarzkörperstrahlungsspektrums. Die absolute Helligkeit ist etwas schwieriger festzustellen, aber gehört jetzt nicht zu dem Thema. Wenn man alle Sterne so einzeichnet, sieht man, dass die ungefähr auf einer Geraden liegen und diese Gerade wird die Hauptreihe genannt. Sehr kleine Sterne, hier zum Beispiel ein Zehntel der Masse der Sonne, sind relativ kalt, haben nur 3000 Grad Oberflächentemperatur und ein Zehntausendstel der absoluten Helligkeit der Sonne. Aber dafür sind sie bescheiden und haben ein langes Leben. Die Sonne hat eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren, wobei 4,5 schon verbraucht sind. Was in 5,5 Milliarden Jahren passieren wird, das werden wir gleich sehen. Es gibt andere Sterne, die bis zu 60 Mal so schwer sind wie die Sonne. Das sind die blauen Riesen. Die haben eine sehr heiße Oberfläche, dagegen von 30.000 Grad und eine sehr große, millionenfache absolute Helligkeit im Vergleich zur Sonne. Weil sie so heiß sind, verbrennen sie ihren Wasserstoff mit großer Geschwindigkeit und in nur Hundertstel Milliarden Jahren wird der Wasserstoffvorrat verbraucht sein. Während der gesamten Zeit, während der das Wasserstoffbrennen funktioniert, bleibt der Stern etwa an derselben Position in dieser Hauptreihe. Was passiert jetzt am Lebensende eines Sterns am Beispiel unserer Sonne? Der Wasserstoff im Kern ist völlig zu Helium fusioniert. Das Helium sammelt sich im Kern. Es gibt zwar noch Wasserstoff in den höheren Bereichen des Sterns, der brennt weiter. Und weil jetzt die Wärmeproduktion näher an der Oberfläche stattfindet, bläht sich der Stern auf. Die Sonne wird den hundertfachen Durchmesser einnehmen, wenn sie zu einem roten Riesen sich entwickelt hat. Wenn auch dieser Wasserstoff verbrannt ist, kühlt sich die Oberfläche aus. Das heißt, an diesem Lebensweg sehen wir, dass er sich in Richtung niedrigerer Temperatur bewegt. Aber weil die Oberfläche sehr viel größer wird, wird die absolute Helligkeit ansteigen, um etwa das Hundertfache. Im roten Riesen fusioniert nun das Helium und fusioniert hauptsächlich zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Wenn das Heliumbrennen bis zur Oberfläche durchgedrungen ist im Laufe der Millionen Jahre, dann wird die Oberfläche plötzlich extrem hell und heiß und entwickelt sich zu einem gelben Riesen. Das ist dieser Ast hier. Diese Entwicklungszeit vollzieht sich in etwa 100 Millionen Jahren. Dann ist das Helium im Kern verbraucht. Der ganze Stern kühlt sich wieder aus. Das ist dieser Ast, der hier nach rechts geht, zur niedrigen Temperatur. Die Helligkeit steigt aber, weil sich der Stern weiter aufbläht und sich zu einem Überriesen entwickelt. Das Heliumbrennen hat sich erschöpft und im Kern des Überriesen beginnt der Kohlenstoff zu fusionieren zu schwereren Elementen. Diese Fusionierungen gehen bis zum Element Eisen. Im Kern herrscht eine Temperatur von 500 Millionen Grad. Die äußeren Hüllen des Sterns werden weggestoßen und bilden planetarische Nebel, die man wunderschön beobachten kann und fantastische Formen ausbilden. Dieser Kohlenstoffvorrat wird allerdings sehr schnell verbraucht. Innerhalb von 10.000 Jahren wird dieser Ast durchlaufen, wobei die Oberfläche immer heißer und heißer wird, bis zu 100.000 Grad, weil die kühleren Oberflächenschalen weggestoßen werden und der Kern des Sterns dann nackt dasteht. In mehreren Zyklen dieses Abstoßens verliert der Stern an Masse. Wenn jetzt die Masse kleiner ist als 1,4 Sonnenmassen, dann passiert das Folgende. Der Stern kann keine Wärme mehr produzieren, er kann keinen Druck mehr erzeugen, der Stern schrumpft und jetzt passiert etwas Fürchterliches. Die Elektronenschalen der Atome werden zerquetscht. Der Stern schrumpft bis auf 10.000 Kilometer Durchmesser. Andererseits, das Pauli-Prinzip sagt, Elektronen brauchen ein Mindestvolumen, um zu existieren. Mehrere Elektronen am selben Ort sind verboten.
Aufgrund der Unschärferelation bekommen die Elektronen riesige Geschwindigkeiten bis zur Lichtgeschwindigkeit. Und nun übernehmen die Elektronen die Aufgabe, dem Druck der Gravitation zu widerstehen. Dies nennt man nun das entartete Elektronengas. Dieser Prozess des Schrumpfens passiert sehr langsam, kann bis zu 10 Milliarden Jahren dauern. Der kann sogar bei weiterer Abkühlung zu sogenannten schwarzen Zwergen werden. Der indische Astrophysiker Subramanian Chandrasekhar konnte diese Argumente der Quantenphysik in eine Formel fassen und damit eine Sternenmasse berechnen, für die es gerade noch möglich ist, dem gravitativen Druck ohne Wärmeproduktion widerstehen zu können. Diese Sternenmasse beträgt 1,4 Sonnenmassen. Wie ihr seht, ist die Berechnung dieser Sternenmasse ausschließlich von Naturkonstanten abgeleitet. Für diese Leistung erhielt er den Nobelpreis 1983. Wenn also der Stern nach Verbrauch allen seines Brennstoffs, nach Abstoßen der planetarischen Nebel immer noch eine Masse größer als 1,4 Sonnenmasse besitzt, dann genügt auch der Druck der relativistischen Elektronen nicht mehr, um die Gravitation aufzuhalten. Das Innere des Sterns bricht zusammen. Innerhalb von Millisekunden stürzt die Materie mit Lichtgeschwindigkeit ins Innere. Die Atomkerne werden zerquetscht und die Elektronen verwandeln die Protonen in Neutronen. Die Neutronen haben jetzt auch nicht mehr so viel Platz wie normalerweise. Aufgrund der Unschärferelation. Wisst ihr, was passiert? Sie bekommen gigantische Impulse und fliegen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch die Sternmaterie und blasen dann auch die restlichen Sternhüllen, die außen noch da sind, in das Weltall hinaus. Die Oberfläche bekommt eine Temperatur von 100 Milliarden Graden und wir sehen eine Supernova, die ganze Galaxien überstrahlt. Nach diesem Ereignis der Supernova kehrt wieder etwas Ruhe ein. In etwa 1 Million Jahre entwickelt sich ein Neutronenstern, der ein neues Gleichgewicht darstellt zwischen Gravitation und entarteten Neutronengas. Der Neutronenstern hat nur mehr einen Durchmesser von vielleicht 20 Kilometern, aber er kann dann für sehr lange Zeit einen stabilen Zustand annehmen. Was passiert, wenn der Stern im Zustand des planetarischen Nebels mehr als 3 Sonnenmassen besitzt? Es gibt, wie gesagt, eine Entwicklung zu einer Supernova, aber sogar der Druck der relativistischen Neutronen genügt nicht mehr, um dem Gravitationsdruck zu widerstehen. Die Gravitation quetscht die Neutronen ineinander. Wir wissen ja, Neutronen bestehen jeweils aus 3 Quarkteilen. Und wenn jetzt die Neutronen auch zerquetscht werden, dann wird der ganze Stern eine Quarksuppe. Die Quarks werden nun zusammengequetscht. Aufgrund der Unschärferelation erhalten sie relativistische Geschwindigkeiten. Es gibt verschiedene Arten von Quarks. Die Quarks der Neutronen können sich in schwerere Quarks verwandeln und dabei eine Zeit lang die Energie der Gravitation aufnehmen und Gegendruck erzeugen. Die Dichte steigt immer weiter. Wenn es überhaupt keinen Mechanismus mehr gibt, der einen Gegendruck gegen die Gravitation erzeugen kann, dann stürzt die Materie ungebremst in ein schwarzes Loch. Naja, schneller als Lichtgeschwindigkeit kann es ja nicht sein. Die Materie kommt in Bereiche von extrem starkem Gravitationsfeld. Und das bedeutet nach der allgemeinen Relativitätstheorie, dass die Zeit langsamer vergeht. Relativ plötzlich bleibt scheinbar die Materie stehen, weil die Zeit stehen geblieben ist. Das ist der sogenannte Ereignishorizont eines schwarzen Lochs. Nichts kann von dem Ereignishorizont ausgehend mehr zurück ins Weltall gelangen. Auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Keine Materie, keine Strahlung und natürlich auch keine Information. Diese Tatsache der verlangsamten Zeit
kann man sogar mit unserem Gravitationsfeld der Erde feststellen. Die genauesten Atomuhren können die Verlangsamung der Zeit im Gravitationsfeld von unterschiedlichen Höhen im Zentimeterbereich noch genau messen, in Übereinstimmung mit der Theorie. Der Radius des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs wurde erstmals von Karl Schwarzschild berechnet, als er im Ersten Weltkrieg im Schützengraben gegen Russland gelegen ist. Der Radius des Ereignishorizonts ist direkt proportional der im schwarzen Loch verborgenen Masse. Da sehen wir noch einmal, wie Materie auf das schwarze Loch zustürzt, aber aus unserer Sicht von der Ferne gesehen immer langsamer wird und am Ereignishorizont quasi kleben bleibt. In diesem Diagramm ist die Sonnenmasse in logarithmischer Darstellung und die rote Ordinate ist der schwarzschildsche Radius des Ereignishorizonts. Wenn wir jetzt unser Heimatschwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße betrachten, das etwa 2 Millionen Sonnenmassen schwer ist, dann sehen wir, dass der zugehörige Ereignishorizont einen Schwarzschildradius von einer astronomischen Einheit, also einmal den Bahnradius der Erde um die Sonne groß ist. Man kann jetzt daraus das Volumen des schwarzen Lochs berechnen, das natürlich mit der dritten Potenz des Radius geht und kommt dabei auf eine äquivalente Wasserdichte von 1000 Kilogramm pro Liter. Wenn wir uns vorstellen, dass die Sonne selbst ein schwarzes Loch wäre, dann hätte die einen Radius von nur 10 Kilometer und eine ungeheure Dichte von 10 hoch 15 mal der Wasserdichte. Noch extremer ist, wenn man sich vorstellt, dass die Erde ein schwarzes Loch wäre. Die Erde hätte dann einen Radius von 10 mm und eine ungeheure Dichte von 10 hoch 27 kg pro Liter. Es gibt auch im Universum schon gefundene superschwere schwarze Löcher, die mehrere Milliarden Sonnenmassen schwer sind. Die hätten dann schon einen Ereignishorizont mit einem Schwarzschildradius von einem Lichtjahr. Die Dichte eines solchen superschweren schwarzen Lochs wäre in der Größenordnung von Wasser. Die nächste Überlegung wäre, was wenn man alle Massen des gesamten Universums in ein schwarzes Loch stecken würde? Was wäre dann? Das Universum hat eine geschätzte Masse von 10 hoch 24 Sonnenmassen und einen geschätzten Radius von 10 hoch 12 Lichtjahren. Wie kommt man auf diesen Radius? Der Raum des Universums dehnt sich aus mit der Hubble-Konstante, wie bekannt. Und irgendwann ist diese Ausdehnungsgeschwindigkeit so groß, dass sie die Lichtgeschwindigkeit wird. Das ist der Fall, wenn die Entfernung von uns eben 10 hoch 12 Lichtjahre beträgt. Die zugehörige Dichte wäre 10 hoch minus 30 mal der Wasserdichte. Was sehen wir jetzt Erstaunliches? Das entspricht genau den Formeln eines schwarzen Lochs. Man kann also mit Recht fragen, ist unser Universum ein schwarzes Loch? Das ist ein interessanter Gedanke. Aber seid mir nicht böse, ich habe ihn nicht zu Ende gedacht. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich melde mich das nächste Mal wieder im September. Dann möchte ich anstelle von Unschärfe über scharfe Werte in der Quantenphysik sprechen, die Quantenzahlen. Das führt uns dann weiter zu Quanteninformationstechnik und zur Funktionsweise von Quantencomputern. Bis dahin wünsche ich einen erholsamen Sommer und wir sehen uns wieder. Liebe Grüße, euer Gerhard.